Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe immer einen guten, nicht immer, aber ich habe sehr gute Zeichenlehrer kennengelernt. Und ich habe auch ganz schlechte kennengelernt. Die gibt es nämlich eigentlich mehr als die guten. Die wollen immer alles so gemalt haben, wie sie es sich vorstellen. Und das ist nicht so. Die Kinder haben eine ganz andere, die leben in einer anderen Welt. Und bei Kindern habe ich festgestellt, die verstehen sehr viel von Gedichten, von Geschichten. Die denken sich auch selber einige Sachen aus. Und wir haben an der Schule zum Beispiel, wenn da stand, wir sollen Märchenbilder malen, wir haben einen Film gedreht, da war die Deva dabei, da haben wir nach einem Gedicht gemalt von Bertolt Brecht, habt ihr gehört, ne? Da ist aber ein ganz bekannter Dichter gewesen. Großer Dramaturg, international bekannt. Und man kann ja immer neue Farben erfinden. Ja? Niemals in die Nähe der Kunstwerke kommen. Arm runter, Finger runter. Das muss man sich nicht angewöhnen, sonst fassen die in der Ausstellung nachher alles an. Es hat zwar auch Farbtöne, verwandte Farben, aber die sind mir noch reizvoller in der Struktur. Ja? Ich kannte einen Maler, der hat mit einem ganz trockenen Pinsel gemalt. Und der hat sogar den Pinselstiel dann noch genommen. Der hat in die Malerei mit dem Pinselstiel Striche und Formen gezogen. Also ich will nur sagen, die Malerei ist nicht langweilig. Man muss nicht sagen, also mal mal ein Bild aus, damit rot, damit gelb. Man kann mit Farben alles machen. Eine Violine, so ein Kopf. Also ohne Fantasie, wie sagt man, wenn die Fantasie aufhört, hört der Mensch auf, Mensch zu sein. Also man muss eigentlich überall seine Fantasie mit einsetzen.